Wir müssen viel energischer an diese Probleme herangehen. Das Trinkwasser ist jetzt auch ein schönes Beispiel. Ich meine, wären nicht 1 Million Leute betroffen, ganz direkt in der Schweiz, würde wahrscheinlich die Trinkwasserinitiative gar nicht so wahnsinnig im Fokus kommen. Aber es ist das Recht von diesen Leuten, das zu verlangen. Und es ist Recht, das Recht von uns Steuerzahlern, zu verlangen, dass unsere Gelder nicht in Subventionen fließen, die am Schluss einfach die Agrarchemie einkassiert und unsere Natur kaputt macht. Mit unseren Steuergeldern. Das also wäre schon eigentlich eine politische Pflicht.